Die Nummer 5, Hanni, bitte. Und welcher französische Schriftsteller schrieb den Roman Le Fantôme de l'Opéra? Oh, je ne sais pas. Gaston Leroux. Aber auf jeden Fall eine charmante Antwort. Eine wirklich charmante Antwort. Leon, wie geht's weiter? Die Nummer 3, Stefan, bitte. In welchem Gebäude der Stadt Paris kannst du das Grab von Napoleon dem Ersten besuchen? Stefan. In der Pariser Oper? Im Invalidendom. Leon. Da, die Nummer 4, Michael. Sie waren das steppende Traumduo des amerikanischen Films. Welches Paar spielte die Hauptrolle in dem Musical Scheidung auf Amerikanisch? Fred Astaire. Ja, und? Ginger Rogers. Wunderbar. Die Nummer 8, bitte. Welcher deutsche Schriftsteller schrieb Der Steppenwolf? Deutsche Schriftsteller Jack London? Ja, Hermann Hesse. Der Steppenwolf. Und Michael. Die Nummer 5, bitte. Hanni, für dich Musik. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann... Musik aus dem Dschungelbuch. Mhm. Aber wer sang hier? Balu, der Bär. Ja. Ich hätte gerne die Nummer 1, den Ralf. Wer aber schrieb das Dschungelbuch, also die literarische Vorlage? Kipling. Die Nummer 2, den David gern. Hochzeitsglocken, David. Wie heißt die Sopranistin, die im Jahre 1984 Andrew Lloyd Webber heiratete? Sarah Brightman. Ich hätte die Nummer 3, den Stefan. Und in welcher Stadt gab sie 97 ihr erstes Konzert in Deutschland? In Berlin. In Köln. Ich hätte gerne die Nummer 4, den Michael. In welchem Musical warten Roxy Hart und Velma Kelly in einem Frauengefängnis auf ihre Verhandlung? Chicago. Die Nummer 11, bitte. Ja. Und welcher deutsche Musical-Star erhielt für die Rolle der Velma Kelly im Jahre 1998 den begehrten Laurence Olivier Award? Die Ute Lemper. Wunderbar. Leon, du hast die Wahl. Die Nummer 6, Jean, bitte. Sie verschrieben sich dem Ideal des Dienens. Welcher weltweit tätige Verband wurde 1905 in Chicago gegründet? Rotary International. Und, Leon. Die Nummer 7, Thomas, bitte. Wie heißt der südwestlichste der großen Seen Nordamerikas, der als einziger ganz zum Staatsgebiet der USA gehört? Das ist der Michigansee. Nummer 8, Katja, bitte. In welchem 75 uraufgeführten Musical bewerben sich Tänzer um eine Rolle in einer Broadway-Show? Das müsste A Chorus Line sein. Völlig korrekt. Ich nehme die Nummer 9, den Martin. Und an dieser Stelle, Martin, wieder Musik. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht, so gern und noch viel mehr. Was ist das, Magola? Ich hätte mir viel erlaubt, wovon ich sonst gedacht. Ja, mal ganz was anderes. Aus welchem Musical war dieses My Lied? My Fair Lady. Die 2, den David. Welche Komödie von Bernard Shaw diente als Vorlage für My Fair Lady? Keine Ahnung. Pygmalion. Martin. Die 3, den Stefan. Was erhofft sich der Zinnmann vom Zauberer von Oz im gleichnamigen Musical? Ein Herz. Ja. Die 10, die Nicole. Wie lautet die Bezeichnung für die höchste weibliche Stimmlage? Das ist der Sopran. Und die 3, Stefan. Welcher Regisseur verfilmte 77 das Hippie-Musical Hair? Tut mir leid. Miloš Forman. Nicole? Die 4, bitte, Michael. Aus welchem Musical stammt das Lied Ganz Paris träumt von der Liebe? Moulin in Paris. Aus Concon. Die 1, bitte, der Ralf. Ralf, für die Werbekampagne von Sekretärinnen trug dieses Männermodel nur eine Schreibmaschine. Wer ist denn gemeint? Markus, Schenkenberg. Ach. Markus Schenkenberg und auch Ralf hat es erwischt. Dann hätte ich gern die 6, den Jean. Jean, welche Firma brachte 1961 die erste Schreibmaschine mit Kugelkopf auf den Markt? IBM? Ja. Also,
Nummer 9. Ein weiteres Büroutensil. In welchem Jahr stellte Alexander Graham Bell das erste brauchbare Telefon vor? 1912. 1876. Und Jean? 5, Honey. In welchem Musical spielt der 24-Stunden-Telefonservice zur Sensophone eine wichtige Rolle? Weiß ich nicht. In Bells Are Ringing. Und Jean? Nummer 11, Leon. Ja, Musik an dieser Stelle, Leon. Let me get right to the point. I'd pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Spend a little time with me. Hey, big spender. Aus welchem Musical, Leon, ist das? Sweet Charity. Ja. Ich hätte gerne die Nummer 5, Heine. Drei Filme tragen seinen Namen in ihrem Titel. Wie hieß der Besitzer des Musiktheaters, das durch seine sehr lange Revue-Reihe Geschichte gemacht hat? Follies? Und? Wie geht's weiter? Die Nummer 4. Notenschrift. Welches Vorzeichen erniedrigt eine Note um einen Halbton? Und Fis. Das B. Die Nummer 2.